Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute geht's mal um ein bisschen was anderes, nämlich wir sind mit der Winkelpicker am Fluss. Genau, wie schon gesagt, wir haben heute Winkelpicker mit, jeder fischt mit einer. Wir haben einmal Lebenköder, also Dendrobenas mit und einmal die Maisdose. Probieren sie auch Forelle und Weißfisch so. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Jetzt hat es gerade ein Biss gegeben. wir zeigen euch auf jeden Fall nochmal die Montagen, wie wir es hier machen. Das ist nichts Kompliziertes. Aber ja, da würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Bleibt dran. Bis gleich. So Leute, jetzt erkläre ich euch nochmal was zum Futter. Wir haben ganz normales Erdbeerfutter, haben da Mais reingemacht und was eigentlich immer gut ist, die Soße vom Mais auch mit reinzumachen. Und ja, ansonsten weiter ist es nichts, lässt sich gut formen, nicht zu viel Wasser und sind ein paar Partikel drinne und ja. So Leute, nachdem Jonas was zum Futter gesagt hat, erkläre ich euch jetzt mal die Montage, die wir hier verwenden. Als erstes habe ich hier einen Stopper auf die Hauptschnur gezogen. Dann folgt ein Feederboom, Antennenboom, wie man es nennen will, mit einem Futterkorb, mit einem kleinen. Da werden wir später auch Futter reinmachen, ist ja logisch. Dann haben wir hier zum Knotenschutz eine Perle und danach einen Wirbel geschaltet, woran ein 14er Haken oder 12er Haken, wir wissen ja ganz genau, mit ohne Widerhaken dran ist. Den habe ich abgeknipst, da die hier sehr, sehr tief schlucken und da möchte man es nicht riskieren, dass wir hier Fische verangeln. Und ja, jetzt beißt schon wieder an der linken Rute. Und ja, so sieht's aus. So, jetzt sage ich noch mal ein paar Worte zum Gerät, was wir heute verwenden. Also hier eine Winkelpicker mit 2,50 m und maximal 40 Gramm Wurfgewicht. Da dran eine 2500 Shimano Sienna Rolle mit einer 18er Monofilschnur. Und ja, da gibt es da eigentlich nichts zu sagen. Ist keine teure Rute oder so. Muss man da auch nicht so sehr viel ausgeben. Sie tut seinen Zweck. Und jo. Der erste hängt, haben halt hier noch sehr Schwierigkeiten gehabt mit der Rolle bis jetzt. Aber wir zeigen euch auf jeden Fall, wenn der draußen ist, wir müssen jetzt an der Schnur ziehen, geht jetzt nicht anders, sonst müssen wir den Fisch quälen, das wollen wir ja auch nicht. Und mal gucken, was sich dann verbirgt, ihr werdet es gleich sehen. So, eine kleine Forelle ist es dann geworden, ist natürlich unnormalig, kommt natürlich sofort wieder rein und jo, mal schauen, wie es weitergeht. So Leute, nächster. Knüppel krumm, wird an der Plätze, wie ich glaube ich Vorsicht, pass auf, schon erkannt habe. Kannst du mir einen Kescher holen? An der Rute kann ich den nicht rausziehen. Jetzt hat er sich irgendwo verhangen. Jetzt hat er ihn. Hat schnell frei. Ja, wieder eine schöne Plätze würde ich sagen, oder? Eieiei, die geht ja übelst ab. Jo, Plätze. Also die hat es... Plätze. Kannst du gleich mal sehen. Die wird sich da erst jetzt mal ausfangen. Ei. Ah, okay, jetzt will sie nochmal. Ja, jetzt ist er frei, Gott sei Dank. Kommst du jetzt? Jo. Alter. Geiles Ziel. Hamasse. Auf einen Maiskorn gebissen. Oh, eine schöne. Okay. Füllen wir rein in den Kescher. Schöne Plätze. Also, ich denke mal so 23, 24 würde ich haben.
Jo, zeigen wir es euch gleich. So, jetzt machen wir mal die Gute. Wie viel wird sie haben? Sie hat deswegen 26,5 cm. Das ist eine sauschöne Plätze. Im Gegensatz zu meinen Händen, oder im Vergleich zu meinen Händen, schönes Tier. Kommt auf jeden Fall jetzt wieder rein. Hast du drauf? Jo. Boah, jetzt hat sie mich voll gespritzt. So, Colin hat den nächsten. Oder ein Debel? Mal schauen, was es ist. Debel, oder? Oder Plätze? Debel. Jo. Debel. Kescher? Kescher. Schön. Sehr gut. Zeig mal her. Einmal auf die andere Seite geworfen. Döbel. Sehen wir uns gleich. So, kleiner Döbel. Klein, aber fein. Der kommt jetzt schnell wieder zurück. Und jo. Damit er noch wächst. Statement zur Sachlage. Naja, wir haben jetzt lange keine Bisse mehr gehabt. Oder beziehungsweise schon extreme Bisse, aber es bleibt keiner hängen. Also wir wissen uns gar nicht mehr zu helfen, ehrlich gesagt. Seit Stunden haben wir jetzt keinen Fisch mehr gefangen. Also wir waren... Seit Stunden, aber... Also, naja, das stimmt nicht ganz. Aber wir waren halt mal mit der Spinne bisschen... bisschen weiter flussabwärts und haben da 2-3 Forellen gefangen und also mit Drops und so, so eine kleine, schöne Montage und... Ja, jetzt sitzen wir wieder hier, kriegen Bisse, aber es hängt keiner. aber sollte was beißen und es bleibt einer hängen, kriegt das natürlich zu sehen. So, jetzt haben wir hier mal einen Gründling. Ein schöner, schöne Größe. Der will nicht angefasst werden. Die haben irgendwie heute alle was mit den Ohren. Der hat nämlich auch das eine Ohr. Balle? Naja, machen wir viel Boden. Kann ich so aufspringen? Mach. Das kannst du richtig ausmachen. So Leute, jetzt geht's wieder heim. Ja, ihr seht richtig, wir hatten nicht mehr. Hatten zwar noch Bisse, aber konnten keinen mehr verwerten. Ja, bis auf den Gründling halt. Ja. Nur der Gründling ist noch hängen geblieben. Da waren wir noch froh drüber. Und machen jetzt Richtung Auto, sag ich mal. Oh, das ist mein Ober.